praktisch eben sein, wenn man es zu sich nimmt. Für die Koalas gibt es allerdings die Möglichkeit, dass sie in der Leber das Ganze neutralisieren und das Ganze zu den Verdauungsmitteln. Zum anderen befindet sich im Verdauungstrakt der Koalas anaerobe Bakterien, die bei der Aufspaltung der Nahrung, der Zellulose und im All eben unterstützen. Die Jungtiere fressen den Blinddarmkot des Muttertiers immer wieder und dadurch bekommen sie dann auch diese Bakterien eben in den Verdauungstrakt. Der Blinddarm ist ganz wichtig bei den Tieren, weil er eben diese rohen Pflanzenfasern aufschlüsseln kann. Beim Koala ist er sehr, sehr lang, sein Rekord im Tierreich. In diesem kleinen Tier stecken nämlich allein für den Blinddarm eben 1,8 bis etwa 2,5 Meter eben an Länge. Ja, zu den Beutetieren noch. Insgesamt gibt es ungefähr 320 Arten, dazu gehören auch die Wombats und die Kängurus. Ganz maßgeblich für diese Tiergruppe ist die Tatsache, dass sie ihre Jungtiere nur eine sehr kurze Zeit lang auftragen. Wenn sie zur Welt kommen, sind sie dann sehr wenig weit entwickelt. Ganz wichtig ist dann, dass noch eine sehr lange Zeit folgt.